Jo, hey Leute, was geht ab? Willkommen zu diesem Video. Ich möchte euch heute ein bisschen was erklären zu Valorant, damit ihr erfolgreich in die ersten Runden reinstarten könnt. Das sind die absoluten Basics, also heute nicht allzu sehr ins Detail, aber damit ihr zumindest mal einen groben Überblick habt und erfolgreich in die ersten Runden reinstarten könnt. Valorant ist ein Taktik 5 gegen 5 Shoot, bei dem es darum geht, entweder die Bombe zu legen bzw. zu entschärfen oder halt das gesamte Gegnerteam zu eliminieren. Aktuell gibt es drei Maps, das wäre einmal Split, Haven und Bind. Die Besonderheit bei Bind ist, dass es zwei Teleporter gibt, man hört aber relativ laut, wenn jemand den benutzt und da durchgeht. Bei Haven gibt es zwar keine Teleporter, dafür aber drei Bombspots, die man verteidigen muss bzw. angreifen kann. Und grundsätzlich muss man bei jeder Map 13 Runden für sich entscheiden, um zu gewinnen. Aber fangen wir mal ganz vorne an. Nachdem man ein Match gesucht und gefunden hat, wählt man als erstes seinen Charakter aus. Hier hat man 10 Stück zur Auswahl und jeder hat unterschiedliche Fähigkeiten. Eventuell muss der ein oder andere aber erstmal freigespielt werden. Auf die einzelnen Charaktere gehe ich aber nochmal in meinem separaten Video ein. Ich würde euch empfehlen, einfach mal alle auszuprobieren, denn je nach Playstyle passt der ein oder andere besser zu dir. Es gibt eher die aggressiven Agenten, deren Skills für die Offensive geeignet sind, aber da gibt es auch mehr die taktischen Agenten, die durch Smoken und Healen supporten können. Habt ihr euch für einen entschieden, geht es auch direkt schon los mit der Pistol Round. Ihr habt 800 Credits, von denen ihr euch entweder eine Ghost kaufen könnt, oder ihr bleibt bei der Waffe und kauft euch Schild mit eventuell Fähigkeiten dazu. Ich persönlich spiele gerne Schild mit der Frenzy, wenn man diese ausspricht, ich bin mir nicht so sicher. Anders als bei CSGO sind die Pistols in Valorant beim Laufen ziemlich ungenau und deshalb empfehle ich euch, beim Schießen stehen zu bleiben. Falls ihr zufällig Counter-Steps was sagt, dann wäre das noch eine Möglichkeit, aber da kann ich auf Wunsch nochmal genauer in einem Video drauf eingehen. Also ganz kurz gesagt ist das einfach nur, wenn ihr schießt, dass ihr genau in dem Moment in die andere Richtung lauft und dadurch ist der Schuss dann präzise. Für das Gewinnen der Runde bekommt ihr 3000 Credits. Solltet ihr jedoch die Runde verlieren, bekommt ihr stattdessen 1900 Credits. Solltet ihr die zweite auch in Folge verlieren, bekommt ihr 2400 Credits. Und sobald ihr die dritte in Folge verliert, bekommt ihr 2900 Credits. Für jeden Kill, den du machst, bekommst du nochmal 200 Credits extra. Und falls die Bombe, die hier Spike genannt wird, geplantet wurde, bekommt das Team nochmal 300 extra Credits. Je nachdem, wie viele Credits ihr habt, könnt ihr euch verschiedene Waffen kaufen. Die Spectre ist eine gute MP und sehr stark in der zweiten Runde. Die Phantom entspricht so eher der M4 aus CS und die Vandal der AK. Die Vandal hat aber einen ziemlich starken Spray, weshalb ich eher zu Phantom tendieren würde. Aber die Tage mache ich nochmal einen genaueren Waffenguide, da stelle ich nochmal jede Waffe einzeln vor. Solltest du für eine Waffe nicht genug Geld haben, kannst du diese mit Rechtsklick markieren und ein Teammate kann sie für dich kaufen. Eine weitere sehr nützliche Funktion ist das Verkaufen der Waffe. Falls du dich verklickt hast oder ihr eventuell nochmal doch eine Eco machen wollt, kannst du deine gekaufte Waffe einfach mit Rechtsklick wieder verkaufen und bekommst die ganzen Credits zurück. Dies geht jedoch nicht, wenn du sie nicht selber gekauft hast. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass die Waffen selbst beim Zielen ziemlich stark verziehen und deshalb schwer zu kontrollieren sind. Aus diesem Grund schieße ich lieber aus der Hüfte und wirke dem Recoil wie in CSGO entgegen. Man sollte jedoch beachten, dass jede Waffe einen anderen Recoil hat, bei der einen musst du ein bisschen stärker herunterziehen, bei der anderen ein bisschen weniger. Das Rüstungssystem funktioniert in Valorant ein bisschen anders als in CSGO. In CSGO gibt es ja einmal die Kevlar-Weste und nochmal die Möglichkeit, die Kevlar-Weste mit Helm zu kaufen. In Valorant gibt es nur ein kleines Schild und ein großes Schild. Mit dem kleinen Schild wird 50% des Schadens absorbiert, mit dem großen Schild wird auch 50% Schaden absorbiert, jedoch geht das große Schild erst nach 50 Schaden kaputt, wobei das kleine Schild schon nach 25 Schadenspunkten kaputt geht. Nach der Runde oder wenn ihr gestorben seid, seht ihr beim Scoreboard rechts, wo ihr den Gegner wie oft getroffen habt und wie viel Schaden ihr ihm dadurch gemacht habt. Daneben sieht man, wie viel Schaden der Gegner euch gemacht hat und unten drunter wird der Schaden der einzelnen Fähigkeiten aufgelistet. Gut zu wissen ist, dass man den Spike bis zur Hälfte diffusen kann und dies dann gespeichert wird. Falls man selbst oder jemand anderes dann neu diffust, fängt man wieder bei der Hälfte an und muss nicht komplett neu anfangen. Außerdem bekommt man fürs Diffusen einen extra Punkt für seine Ulti. Wenn Zeit ist, sollte man also gucken, wer diesen Punkt noch am besten gebrauchen kann und diese Person dann diffusen lassen. Durch Kills und durch die schwarzen Kugeln auf der Map kann man zusätzlich jeweils einen Punkt sammeln. Neben der Ulti gibt es noch die sogenannte Signature-Fähigkeit, die man jede Runde automatisch bekommt. Als letztes gibt es noch zwei erwerbbare Fähigkeiten, die man sich am Anfang der Runde kaufen kann und sogar behält, wenn man stirbt. Diese werden nach dem Tod nicht gedroppt oder ähnliches. Damit solltet ihr erstmal bestens vorbereitet sein für die ersten Runden in Valorant. Ich hoffe, das Video konnte euch weiterhelfen. In den nächsten Tagen kommen noch mehr Videos. Zum Beispiel sowas wie ein Waffenguide, ein Agentenguide, ein Leaks. Wir reden über die Beta, wir reden, was passieren könnte, was passieren wird, was interessant sein könnte. Also seid dabei, seid gespannt. Wichtig ist natürlich zu sagen, dass wir noch in der Beta sind und sich vieles noch verändern kann und auch wahrscheinlich auch verändern wird. Also guckt aufs Datum, guckt, wann das Video hochgeladen wurde. Eventuell habe ich schon ein Update auch dazu gemacht. Und falls nicht, könnt ihr mir gerne schreiben, ob ich irgendwas neu machen soll, weil ich bekomme auch nicht alles mit. Da wäre ich sehr froh, wenn ihr mir Bescheid sagt, falls sich irgendwas verändert, wenn ich es nicht mitbekomme. Und abschließend lässt sich sagen, dass Valorant einfach ein guter Shooter ist. Er macht Spaß, man kann ihn sowohl competitive als auch casual spielen. Er hat viele neue innovative Ideen, macht einiges richtig und macht einfach Spaß beim Spielen.
Es hat sehr viele Parallelen zu CSGO und man merkt auch, jeder, der schon mal CSGO gespielt hat, hat von Anfang an einen Vorteil und fühlt sich direkt heimisch. Und die Fähigkeiten, die ich am Anfang vollkommen überschätzt habe, haben gar nicht so eine große Rolle, wie ich gedacht habe. Die meisten Kills fallen trotzdem noch mit der Waffe und das Aim ist meistens ausschlaggebend, wer am Ende gewinnt. Von daher, die Fähigkeiten bringen neuen frischen Wind da rein, aber verändern auch nicht das Altbekannte, was man so kennt. Und was bleibt mir noch anderes zu sagen? Ich glaube, ich habe schon ein paar Mal gesagt und man merkt auch, das Spiel macht mir einfach aktuell Spaß. Und wenn die Beta vorbei ist, wird es auch Free-to-Play sein. Von daher spätestens dann sollte es jeder mal ausprobieren und sich einfach seine eigene Meinung bilden und gucken, wie er das Spiel findet. So, das war's von mir. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich über eine Bewertung freuen. Ihr könnt auch gerne den Kanal abonnieren. Ich habe den jetzt neu gestartet. In den nächsten Tagen werden viele neue Videos kommen. Macht's gut, bis dahin und ciao.